Na, was gibt's Neues? Redskin aus unserem Football-Team muss ausgewechselt werden. Ohne den werden wir nicht gewinnen. Genau wie bei unseren Kongressabgeordneten. Schluss jetzt mit dem Geschwafel. Warum sind wir hier? Regen sich nicht auf, Sam. General Maxwell befindet sich bereits auf dem Weg hierher. Fragen Sie mich nicht, warum. Gibt's hier irgendwo einen Kaffee? Achtung! Setzen Sie sich, Gentlemen. Ich weiß, dass es sehr spät ist, deswegen werde ich mich kurz fassen. Heute Nacht haben wir unseren osteuropäischen Aufklärungssatelliten verloren. Circa 20 Uhr westeuropäischer Zeit. Die Ursache konnte noch nicht ermittelt werden. Haben Sie schon die Möglichkeit eines sowjetischen Übergriffs geprüft? Nein, auch das muss geprüft werden. Sie müssen jetzt Ihre Bodenaufklärung mobilisieren. Wollen hoffen, dass das die Russen noch nicht wissen. Ist unwahrscheinlich. So was ist nun schon mal passiert, ohne einen Zwischenfall. Ist Ihnen nicht klar, dass ohne Satellitendaten wir nichts über Ihre neuen konventionellen Raketen erfahren werden? Nun, Gentlemen, für die MLM bedeutet das sofort Alarmstufe 1. Alle Aufklärungsdaten gehen an mich. Sie wissen, was zu tun ist. Gute Nacht. Colonel, mit Personal bin ich knapp. Ich habe nicht mal einen Fahrer für Sam, Colonel Cahill. Besorgen Sie einen anderen Fahrer. Einen anderen Fahrer? Das ist leichter gesagt als getan, Colonel. Für diesen Einsatz brauchen wir den besten Fahrer, den wir haben. Und der Beste liegt leider im Krankenhaus bis zum Hals in Gips. Da wüsste ich jemanden. Schon gut, Jungs. Nein, wartet, bitte, bitte, wartet! Nicht schlecht. Als Haufen Blindgänger ziemlich gut. Okay, Sergeant. Quatschen Sie nicht so lange. War alles in Ordnung. Nur Ausweichmanöver auf zwei Rädern können wir nicht dulden. Ich denke, Sir, sowas sollte man doch dulden. Machen Sie sich frisch, Sergeant. Ich möchte Sie nachher sprechen. Kommt mit, Jungs, wir gehen jetzt. Macht schon. Tempo, Tempo! Gute Arbeit, Sergeant. Danke, Sir. Damit hat das Fleming Jihad-Team 95 Punkte. Gratuliere. Fast die volle Punktzahl. Zuerst müsst ihr versichern. So ein Team mit einer so rassigen Frau hatten wir schon lange nicht mehr. Erst dann dürft ihr vorstoßen. Da kann ich nur perfekt sein. Anschließend müssen Gruppe A und B ihre Feuerkraft. Bei der werden sie den Kürzeren ziehen. Ich denke nicht. Ihr müsst unbedingt darauf achten, dass ihr gemeinsam angreift. Nehmen Sie sich ein paar warme Sachen mit. Dazu noch ein paar gute Bücher, Sergeant. Ja, Sir. Kommando zurück, Sergeant. Man hat für Sie einen Job auf einer militärischen Verbindungsmission. MLM abgekürzt. Der Hauptarbeitsbereich ist, die sowjetische Abrüstungsoperation zu überwachen.
Die brauchen einen Fahrer. Colonel Cahill hat sie angefordert. Sir? Colonel Cahill, Colonel Sam Cahill. Kennen Sie ihn? Ich kenne ihn gut, er war mein Ausbilder. Schon lang her. Sie müssten eigentlich Disziplin gelernt haben. Ja, Sir. Gut. Ich wünsche Ihnen eine angenehme Reise, Sergeant. Vielen Dank, Sir. Sergeant Young? Ja. Ich bin Sergeant Karl Lamar. Ich sollte zur Brücke bringen. Wie war Ihr Flug? Gut, kann ich was essen? Nein, mein Befehl lautet, Sie so schnell wie möglich hier wegzubringen. Ständig erzählt man mir, dass das hier ein ganz heißes Pflaster sein soll. West-Berlin macht einen guten Eindruck auf mich. Heißes Pflaster, so wie in Baltimore. Ach, hier gibt's nette Mädchen wie überall auf der Welt. Dafür muss man nicht jung sein. Für alle Altersklassen gibt es hier welche. Aber ohne Moos läuft ja auch nicht viel. Es gibt nur ein Problem. Sie werden nicht hierbleiben. Sie müssen auf die andere Seite. Ja, das ist klar. Sie sind also informiert. 600.000 russische Soldaten und nur 14 Amerikaner. Wer so auf dem Pulverfass sitzt, mit dem spiele ich gerne Runde Poker. Okay, Max. Hier ist der Ausweis. Den müssen Sie den Wachen zeigen. Sie gehören zur MLM. Ist problemlos. Ihr Wagen steht auf der anderen Seite. Ich bleibe hier, bis Sie drüben sind. Viel Glück, Sergeant. Ich danke Ihnen. Don't worry. Be happy. Klar. Guten Tag. Warten Sie her. Kontrolle. Identifikation, Sergeant Max Jung, bitte. Ja. Danke. Danke. War eine nette Unterhaltung. Danke. Sie sind zu spät, Sergeant. Willkommen in Ost-Berlin. Packen Sie Ihre Tasche ins Auto. Wir haben noch eine Menge zu tun. Okay. Zwei obenliegende Nockenwellen, 16 Wendler, Einspritzpumpe, 200 PS, spezielle Niederquerschnittsreifen. Allwetterreifen, Sir? Ja, auf den Anzeigen können Sie übrigens alle Daten ablesen. Ziemlich beeindruckend. Das ist Hightech, Sir. Ist aber nicht alles für Sie, klar. Sie kümmern sich um Ihre Aufgabe. Worin besteht meine Aufgabe? Fahrer der militärischen Verbindungsmission. Zeigen Sie mal was. Fuß.
Sie kennen sicher das Abkommen über den Abbau aller nuklearen Mittelstreckenwaffen. Die Russen verschrotten sie und ersetzen sie durch konventionelle Hightech-Raketen. Wir beaufsichtigen die Aktion, ob sie es auch machen. Tun sie es. Das kann nur der Präsident entscheiden. Wir sind die MLM. Wir müssen über alles Bescheid wissen. In Ordnung, Sir. Wir werden verfolgt. Ein Fopo-Wagen, DDR-Staatspolizei. Diesmal ist es Günther Stahl. Der da heftet sich immer an unsere Fersen, um dem KGB über unsere Aktivitäten zu berichten. Muss ich Sie mit diesem DDR-Polizisten im Nacken herumfahren, Sir? Ihre Aufgabe ist es, ihn abzuhängen. Klasse, ich bin beeindruckt. Danke, Sir. Biegen Sie an der nächsten Kreuzung links ab. Bleiben Sie hier, ich bin gleich wieder zurück. Wie ist Ihr Name? Wie heißen Sie? Ich kenne Sie nicht. Sind Sie ein Neuer? Was machen Sie hier? Haben Sie es reparieren können, Sergeant? Ja, Sir, okay. Oh, Sergeant, das ist Colonel Ilyushin vom KGB. Mein verehrter Gegenspieler von der anderen Seite des Eisernen Vorhangs. Colonel? Sagen Sie mir den Grund Ihres heutigen Besuches. Sightseeing? Ich musste mir die Beine vertreten. Sagen Sie mir lieber den Grund Ihres Besuches. Sie sind ein bisschen neugierig. Das wird Sie noch mal in Schwierigkeiten bringen. Ihre Hartnäckigkeit, Colonel, nicht weniger. Noch ein Kompliment. Ja, im Geiste von Glasnost und Veränderung finde ich das wünschenswert. Sie haben einen neuen Fahrer. Ich hoffe, er hat mehr Glück als Ihr letzter. Ach, übrigens, Colonel, es gab da einen kleinen Unfall. Naja, es muss im letzten Ort gewesen sein, der mit den kleinen Bergen. Bedauerlich, aber wir konnten nicht anhalten. Ja, ist klar. Sie mussten sich beeilen, wegen Ihrer Beine. Wo sind die hergekommen? Keine Ahnung. Wieso wissen Sie es nicht? Ich schaute in das Sie Auto. Sie haben sich überhaupt nicht verändert. Lassen Sie uns schnell verschwinden. Was hat Ilyushin zu Ihnen gesagt? Er hat nach meinem Namen gefragt. Was haben Sie ihm geantwortet? Nichts, Sir. Wissen Sie, wer das war? Sie sagten, er ist vom KGB, ja? Ja. Hören Sie die Geräusche? Okay. Jetzt weiß ich was. Dann passen Sie mal auf. Deswegen sind wir hier.
Russische Militärkolonne. Nachschub für die 2. Armee. Oh, Scheiße. Ist das... Ich denke, das war's. Damit ist nicht zu spaßen. Fragen Sie meinen letzten Fahrer. Drücken Sie auf die Tube. Das ist eine Fokusstation. Sie spielen für uns rund um die Uhr Babysitter. Maxwell und General Pearson sind heute aus Berlin hier eingetroffen. Iljuschin ist an der Kirche aufgetaucht, unsere Kontaktmänner allerdings nicht. Außerdem sind wir auf eine russische Militärkolonne gestoßen, beziehungsweise die auf uns. Sergeant Major Wyczynski, das ist Sergeant Young. Ja. Er ist ein verdammt guter Fahrer. Ich will mal kurz rum. In Ordnung. Sergeant Tanner, das ist Sergeant Young, der neue Fahrer von Colonel Cahill. Sergeant Chester Windriver, er ist wie Sie ein Fahrer. Willkommen bei der MLM. Vielen Dank. Was sagt man dazu? Okay, kommen Sie mal her. Wir sind hier, dort die französische und britische Mission. Wir alle sind seit Ende des Zweiten Weltkriegs im Lande. Ich bin 1965 hergekommen. Für seine Frau war das ein Grund zum Feiern. Schnauze, Mann! Diese Missionen wurden damals eingerichtet, um die Deutschen zu kontrollieren. Wir mussten dafür sorgen, dass es keinen neuen Hitler mehr gibt. Dann kam der Kalte Krieg und das Machtspiel der Mächte begann. Zuerst wurden alle Atomraketen überwacht. Nun müssen wir noch auf ein paar konventionelle Babys aufpassen. Eine Aufgabe für Colonel Cahill, er ist Spezialist. Er ist ein Waffenspezialist. Ihre Aufgabe, Sie müssen mit ihm in militärische Sperrgebiete eindringen und alle Veränderungen sofort melden. Ist das klar? Sehen Sie das? Jeder Strich bedeutet, dass eine Nachrichtenübermittlung stattfindet. Die blauen Striche haben die Bedeutung, Sie sprechen mit uns. Was dort besprochen wird, ist gar nicht nett. Wir sind auf feindlichem Territorium, merken Sie sich das. Und noch eins. Sollte es aus irgendwelchen Gründen zu einer Konfrontation mit den Russen oder Fofos kommen, sagen Sie kein Wort. Sie müssen immer sofort Ihren Vorgesetzten verlangen. Ist das klar? Kapiert? Ist klar. Ist klar. Ich weiß alles über Sie. Sie fielen beim MAS durch, weil Sie es witzig fanden. Ich fand's nicht witzig. Denn ich mag keine Versager. Verstanden, Sergeant? Ja, Sergeant Major. Das will ich hoffen. Er scheint sie zu mögen. Was gibt's im Fernsehen? Das passt doch. Guten Abend, Sir. Abend. Danke für die Einladung. Nett, Sie zu sehen. Seit wann sind Sie wieder aus den Staaten zurück? Letzte Woche. Für Sie habe ich extra russischen Wodka mitgebracht. Ist das wahr? Es freut mich, Sie wiederzusehen. Okay.
Hallo, Kumpel. Chester. Warum so abseits? Hier, trink mal was. Ist euch der Scotch ausgegangen? Oh nein, heute nicht. Es geht leider nicht. Wir sind im Dienst. Versteh. Sieh mal, Russen, Amerikaner, Franzosen und Briten, alle haben etwas gemeinsam. Der Stoff, der uns verbindet. Alkohol. Leider dürfen wir nicht. Dienst ist Dienst, Schnaps ist Schnaps. In den Vorschriften gibt es keine Ausnahme. Warum sind Sie Soldat geworden? Hatte kein Geld fürs College. Hab mich freiwillig gemeldet. Und, wie war's? Na, mehr als beschissen. Nichts Persönliches. Oh, bitte keine Probleme, bitte nicht. Ich weiß selbst, das Leben ist oft ungerecht. Wer ist das, Chester? Das ist Erica Tyler, die Königin der Army-Mädels. Ein echtes NATO-Kind. Vater ist Amerikaner, Mutter Deutsche. Ich mag diese Sorte Frauen nicht. Sie sind oft hochnäsig und arrogant. Sie kosten viel und sind nicht zu bezahlen. Vergiss sie, Mann. Sowas kannst du nicht aufreißen. Lass uns was essen. Into the northern region of Canada at the close of the 19th century rode Dudley Do-Right of the Mounties, lonely defender of justice and fair play, handsome, brave, daring and hopelessly lost. Peace has been absolutely impossible. Can't even fool up the thing. Напоминание о сегодняшнему составу. Поверка 6.00. Присутствует все дежурные офицеры. Несколько указаний водителя машины в пушке паркала. Ladies and Gentlemen, der nächste Tanz ist ein Foxtrot. Danke, Charlie. Lieber ein Bier. Wenn mich jemand sucht, ich bin auf meinem Zimmer. Hm? Was ist mit Cahills letztem Fahrer passiert? Er hatte einen Unfall. Ich weiß nichts Genaues. Er soll an einer sowjetischen Militärkolonne vorbeigefahren sein. Ein Panzer spielte verrückt. Er ist voll die Böschung runter. Ja, ist mir auch passiert. Gerade heute. Aber es war ein Kinderspiel. Daran wirst du dich gewöhnen müssen. Es ist aber immer noch besser, als im Hauptquartier Papierkram zu wälzen. Entschuldige. Verzeihen Sie, Miss Tyler. Ich bin Sergeant Max Young, Colonel Cahills Fahrer. Er ist immer sehr beschäftigt, deswegen hat er mich gebeten, mit Ihnen so oft wie möglich zu tanzen. Ach, hat er das? Darauf können Sie sich verlassen, ganz sicher. Wollen wir jetzt nicht tanzen? Gern. Ja.
Bitte, was machen Sie für den Colonel Sergeant? Ich bin sein Fahrer. Allerdings noch nicht lange. Erst heute habe ich angefangen. Dann sind Sie der neue Rekrut. Ich glaube, dass Sie ein guter Fahrer sind. Danke, Sergeant. Nach solchen Soldaten muss man lange Ausschau halten. Sergeant Walk, hier passiert etwas Merkwürdiges, Sir. Bitte, General, entschuldigen Sie mich. Ja, bitte, bitte. Irgendwas muss passiert sein, Chester. Weißt du schon was? Nein. Sergeant? Sie müssen Miss Tyler nach Berlin bringen. Es ist sehr wichtig. Ja, Sir. Um genau 24 Uhr sind Sie wieder zurück. Es wird eine lange Nacht. Fahren Sie los. Mit Driver kommen Sie. Ich danke dir. Gute Nacht. Gute Nacht. Genau 24 Uhr. Ja, Sir. Er ist ein Freund der Familie. Sam kenne ich schon, solange ich denken kann. Er ist ein ganz besonderer Mensch. Ich bin froh, dass Sie mit ihm arbeiten.
Ich hasse es, hinten im Wagen zu sitzen. Ist ja hier wie am Times Square. Das ist der Kudamm. Ganz stark. Das ist eine großartige Stadt. Verrückt ist sie auch. Hier gibt es alles. Musiker, Avantgarde-Künstler, fantastisches Essen. Wundervolle Frauen. Biegen Sie hier links ab. Ja, Ma'am. Innerhalb der letzten Stunde wurden 4 Reservefunknetze der russischen Armee aktiviert. Der Schwerpunkt liegt hier um Leipzig. Aus dem Lager in Wurzen kommt nichts. Ich habe schon bei Gorodnikow nachgefragt. Der behauptet, wir sollten mal unsere Elektronik überprüfen. Man hätte nichts Ungewöhnliches bemerkt. Blödsinn. Die haben irgendetwas vor. Das ist doch offensichtlich. Zuerst fällt unser Satellit aus. Dann führen sie plötzlich mitten in der Nacht überall Konferenzgespräche hin. Verdammt, da muss was faul sein. Ziehen wir keine voreiligen Schlüsse. Dafür braucht man kein Genie zu sein. Seit über 3 Monaten laufen keine regulären Manöver mehr. Jetzt auf einmal überall diese Aktivitäten. Wenn man bei diesen Kerlen nicht aufpasst, erlebt man schnell eine böse Überraschung. Die Funktätigkeit begann um 21.50 Uhr. Gorodnikow verließ ganz lässig um 22 Uhr die Party. Sowas hat nichts zu sagen. Mir sagt das eine Menge. Die MLM wird noch heute Nacht den Raum Leipzig durchkämmen. Sam, fahren Sie nach Wurzen. Sehen Sie nach, was da los ist. Washington soll eine offizielle Inspektion verlangen, aber das wird mindestens 48 Stunden dauern. Kriege sind schon in kürzerer Zeit begonnen worden. Ganz schön verrückt, ist ja irre. Nett von Berlin sein, Graffiti-Künstlern so eine schöne große Leinwand zur Verfügung zu stellen. Was ist mit Ihnen? Gar nichts. Wohnen Sie vielleicht hier? In dieser Straße? Ja, genau neben dieser schönen großen Leinwand. Hey, ich wollte Sie nicht beleidigen. Das ist die Berliner Mauer. Sie teilt die Stadt. Sie trennt Familien. Darüber macht man keine Scherze. Tut mir leid. Als man anfing, die Mauer zu bauen, bin ich hier geboren worden. Ich dachte, Sie wären Amerikanerin. Ich bin nur zur Hälfte Amerikanerin. Ich bin in den Staaten aufgewachsen. Weil ich Berlin so liebe, musste ich wieder zurückkommen. Es kann aber auch eine beängstigende Stadt sein. Die einzige Stadt der Welt ohne Hinterland. Es ist wie ein Kriegsgebiet ohne Krieg. Und warum? Weil vor 50 Jahren ein verrückter Mann seine Macht ausnutzte, um Millionen von Menschen zu töten. Deswegen sind Sie hier. Ich muss Sie beschützen und meinem Land dienen. Ich denke nicht, dass das so einfach ist. Gute Nacht, Max. Nein, ich möchte Sie begleiten. Nein, danke. Es ist nicht nötig. Sie sollten jetzt gehen. Ich danke Ihnen, Max. Gute Nacht. Thank you.
Young, Sergeant Max. Ich wollte Sie mal kennenlernen. Young Max? Günther Stahl. Max. Stahl. Max ist mein Vorname. Okay, gute Nacht, Young. Stahl. Sie kommen 25 Minuten zu spät. Dafür haben Sie sich die falsche Nacht ausgesucht. Was wollten Sie vom Feind? Sergeant Major Wodzinski! Bei mir haben Sie für alle Zeiten verschissen. Das werden Sie noch bereuen. Sergeant! Nehmen Sie Ihre Sachen. Ich hoffe, es hat sich gelohnt. Halten Sie Funkstille. Los geht's. Tut mir leid, Sir, dass ich zu spät... Ich habe 24 Uhr gesagt. Hier, setzen Sie das auf. Ist klar. Biegen Sie an der Kreuzung links ab. Das könnte eine Straßensperre sein. Wieso machen Sie das? Ist lästig. Halten Sie sich fest, Sir. Hey! Einfache Physik, Sir. Ja, sehr beeindruckend, aber nicht gerade ein zulässiges Manöver. Irgendjemand wird sich jetzt furchtbar aufregen. Biegen Sie ab. Wir fahren jetzt in ein Sperrgebiet. Was passiert jetzt, Sir? Unser Diplomatenstatus gilt hier nicht mehr. Was können die mit uns machen? Nicht allzu viel. Sie können sich beschweren und uns nach Hause schicken. Sind wir dran gewöhnt. Wonach suchen wir überhaupt? Kann ich nicht sagen. Wir haben heute Abend hektische Funkaktivitäten registriert. Nur in Wurzen nicht. Wir sind äußerst neugierig.
Machen Sie sich keine Sorgen, Max. Ich bin schon mal in eine Basis eingedrungen. Das Einzige, was gefährlich werden kann, ist die KGB-Bewachung. Seitenschneider. Okay, das reicht. Das ist günstig. So, hier rasten wir. Wir warten am besten bis zum Tagesanbruch. Sir, ich... Kann ich mit Ihnen etwas besprechen? Ich habe jetzt Feierabend. Es ist was Persönliches. Sie waren mein Ausbilder. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass Sie Gründe hatten, mich aus der Ausbildung zu nehmen. Ich kenne diese Gründe nicht, aber... Warum wollten Sie mich als Fahrer? Wir machen doch hier Geheimdienstarbeit, richtig? Für mich ergibt das keinen Sinn. Was sehen Sie, wenn Sie nach oben schauen? Sir? Na ja, bestimmt werden Sie Sterne sehen. Vögel, die durch die Blätter der Bäume fliegen oder Ähnliches. Egal, was auch immer, darüber beginnt für alle die Unendlichkeit. Ein guter Soldat macht sich keine Gedanken. Das bringt ihn nur in Schwierigkeiten. Er schläft zu wenig. Ständig trachtet er nach Anerkennung. Ich denke, das braucht er. Ja, genau das habe ich auch gebraucht, Sir. Ja, Sie waren wirklich gut. Ein Kombi ist zwar ein brauchbares Auto, aber nicht in der Kurve mit mehr als 200 Sachen. Was wollen Sie damit sagen? Dass ich unvorsichtig war? Nicht fahren konnte? Hören Sie mal, Max. Ich habe Sie angefordert, weil ich jemanden brauche, der denken kann. Jemand, der bei gefahrvollen Situationen nicht gleich den Kopf verliert. Ich muss mich auf jemanden verlassen können. Sie gehören dazu. Bitte, was wollen Sie von mir? Bitte, was wollen Sie? Ich weiß es nicht. Sehen Sie, früher oder später müssen Sie sich darüber klar werden, was Sie wollen. Ja? Ja, Sir. Kalt, was? Eiskalt. Sir. Ja, Sergeant. Gute Nacht, Sir. Gute Nacht.
Wahrscheinlich werden wir zusammenbleiben. Sollten wir uns verirren, benutzen Sie das. Ja, Sir. Sind Sie bereit? Ja, Sir. Dann werden wir jetzt Fotos machen. Стой, смотри, иди сюда. Гляди, здесь. Вот там. Понял. Сиди. Иди сюда. Я позвоню Гуркову. Давай, давай. Алло? Wir brauchen das nur zu fotografieren, dann geht's wieder nach Haus. Ist Erika gut angekommen? Ja, Sir. Das ist seltsam. Was? Keine Wachen zu sehen. Kommen Sie. Die Kamera. Sir, es geht um Erika. Ich glaube, ich mag sie. Ich würde sie gern wiedersehen, wenn sie es gestatten. Warten Sie mal. Wieso? Unglaublich. Schauen Sie mal durch. Hier müssten eigentlich über 300 Mann stationiert sein, aber ich sehe keinen. Was sollen die bewachen? Jede Menge Atomraketen. Eine dumme Situation. Warum wollen die das unbedingt geheim halten? Weiter. Wurde die Stellung erst kürzlich aufgegeben? Keine Ahnung. Vielleicht sind die gerade dabei, woanders was Neues einzurichten. Mit Atomraketen? Nein, das glaube ich nicht. Nein, nein, die nicht. Die haben jetzt eine Waffe entwickelt, die wir bereits haben. Wir müssen unbedingt näher rankommen, Sergeant. Ja. Los, ich muss da rein. Warten Sie hier. Können Sie mich hören? Ja, Sir, ich höre Sie. Alles in Ordnung? Ich werde auf den Turm klettern und von der Basis ein paar Fotos machen. Halten Sie die Augen offen. Mein Gott, es ist nichts mehr da. Sir! Colonel Cale, hören Sie mich? Colonel, können Sie mich hören? Oh Gott! Von 5 Kilometern wird alles abgesucht. Haben Sie das verstanden? 5 Kilometer! Thank you.
Mann in einem Sperrgebiet? Was suchten Sie auf der Basis? Ich verlange die Anwesenheit meines Vorgesetzten. Sagen Sie es mir! Ich verlange die Anwesenheit meines Vorgesetzten. Hören Sie, der kann Ihnen nicht mehr helfen. Verstehen Sie? Niemand kann Ihnen helfen. Sergeant, warum waren Sie auf der Basis? Ich weiß es nicht. Was wollten Sie da ausspionieren? Ich kann Ihnen das nicht sagen. Warum hat Colonel Cale da Fotos gemacht? Kann ich Ihnen nicht sagen! Ach so, Sie wissen es nicht! Nein. Ich lüge nicht. Ich weiß es nicht. Ich möchte meinen Vorgesetzten sprechen. Der liegt tot in einem Plastiksack. Ihr Schweine! Schluss jetzt! Lasst ihn zufrieden. Brauchen Sie meine Hilfe? In so einem Fall wären weniger Reglementierungen besser. Was hat er gesehen? Er hat nichts gesehen. Er war im Wald. Gut. Bringen Sie ihn zur MLM zurück. Das wird Ihren Argwohn besänftigen. Das ist ein Fehler. Diese Sperrgebiete stehen unter KGB-Hoheit. Immerhin haben wir Colonel Cahill getötet. Moskau ist der Meinung, ein toter Mann ist einfacher zu erklären als zwei. Bringen Sie ihn zurück. Warum will Moskau, dass wir jeden Scheiß erklären müssen? Vor ein paar Jahren hätte sich niemand drum gekümmert. Brezhnev ist nicht mehr Iljuschin. Begreifen Sie das? Abteilung! Auf mein Kommando! 1, 2, 3! Vorwärts! Marsch! Stehen Sie bequem. Sergeant, das ist Captain Bates. Er wird Ihnen ein paar Fragen stellen. Beantworten Sie alles so gut Sie können. Ja, Sir. Wir unterhalten uns anschließend. Rühren Sie sich, Sergeant. Moskau hat unser Ersuchen einer Kontrollinspektion abgelehnt.
Die verzögern. Das kann Wochen dauern. Darauf können Sie Ihren Arsch verwetten. Warten Sie, meine Herren, da gibt's noch eine Nachricht. Die Sowjets haben sich für Cahills Tod entschuldigt. Sie behaupten mit Recht, es war eine grobe Verletzung, in Ihr Sperrgebiet einzudringen. Auf die Entschuldigung kann ich pfeifen. Man bringt nicht ohne weiteres jemanden um. Sergeant, verstehen Sie die Prozedur, die ich Ihnen gerade erklärt habe? Ja, Sir, ich verstehe. Setzen Sie sich, Sergeant. Entspannen Sie sich. In Ordnung. Okay, Sergeant. Erzählen Sie uns mal mit Ihren eigenen Worten, was geschehen ist. Colonel Cahill und ich, wir zerschnitten einen elektrischen Zaun. Danach kampierten wir für den Rest der Nacht. Am nächsten Morgen näherten wir uns dem, was sich später als verlassene Basis herausstellte. Colonel Cahill stieg auf einen Wachturm, um einen besseren Überblick zu bekommen. Ich bekam die Anweisung, im Wald zu warten. Was war dann? Der Colonel stieg auf den Turm, ich hörte über Kopfhörer mit. Was hörten Sie? Er sagte, da wäre nichts mehr da. Sergeant, denken Sie scharf nach. Waren das genau seine Worte? Genau das hat er gesagt, Sir. Die Basis ist verlassen. Man hat sie verlegt. Ich will wissen, wohin sie verlegt worden ist. Ihre Männer müssen das sofort herausfinden. Ja, Sir. Tom, schicken Sie Ihre Berlin-Brigade wieder in die Kaserne. Moskau hat mir mitgeteilt, dass die amerikanischen Truppen in erhöhter Alarmbereitschaft sind. Das machen sie immer. Es ist sinnlos. Ich denke, unsere Panzerverbände müssen alarmiert werden. Sie müssen Richtung West-Berlin fahren. Das machen wir immer. Das ist genauso sinnlos. Da kann ich nicht zustimmen. Die Amerikaner haben sich wegen Cahills Tod noch nicht geäußert. Die warten auf eine günstige Gelegenheit, uns zu überraschen. Das weiß ich genau. Nur wer zuerst zuschlägt, wird den Krieg gewinnen. Sergeant. Was ist denn? Aufwachen. Bleiben Sie sitzen, alles in Ordnung. Begeben Sie sich auf die Krankenstation und ruhen sich dort aus. Sie werden in ein paar Stunden in die Staaten zurückgeflogen. Das wird das Beste für Sie sein. Hat man herausgefunden, warum er erschossen wurde? Wir haben Ihre Story und Sie Ihre Befehle. Cahill hatte mir gesagt, man würde nicht auf uns schießen. Sie sind damit entlassen, Sergeant. Irgendwas stimmt da nicht, General. Bitte, Sie müssen mir das sagen. Warum musste Colonel Cahill sterben? Warum? Warum können Sie mir das nicht sagen? Ach. Bitte, Sergeant. Ich hole die Krankenschwester. Sie warten hier so lange. Ja. Oh mein Gott, es ist nichts mehr da! Danke.
America. Ich bin's, Max. Bitte öffnen Sie die Tür. Sergeant Young? Oh. Erica. Oh, mein Gott. Mein Gott. Oh, Gott. Sind Sie krank? Ich muss mit jemandem reden. Ich muss mit Ihnen reden. Es war schrecklich. Kommen Sie rein. Sie müssen mir glauben. Es war fürchterlich. Aber ich weiß nicht. Sie glauben mir doch. Ich weiß nichts. Ich denke, ich hab was getan. Ruhigen Sie sich, Max. Es ist alles okay. Ich bin weggerannt. Einfach alle Augen. Gestern Nacht gab es verstärkte Aktivitäten auf einer Raketenbasis. Wir mussten dahin fahren. Wir mussten. Was ist passiert? Er sagte, dass man niemals auf uns schießen würde. Er sagte das. Ich habe an unsere Sicherheit geglaubt. Dann haben sie auf Colonel Cahill geschossen. Ich konnte ihm nicht helfen. Er ist getötet worden. Warum haben die bloß geschossen? Ich bin weggerannt. Wie ein Feigling weggerannt. Er hätte noch leben können. Ich fühle mich schuldig. Tut mir leid. Es tut mir so leid. Geht's dir? Besser. Und dir?
Ist es nicht seltsam? Niemals werde ich ihn wiedersehen. Ich muss den Grund herausfinden. Was? Ich will zu dem Ort. Sicher ist das nicht einfach. Du musst mir unbedingt dabei helfen. Ich brauche eine Kamera. Cale wurde beim Fotografieren erschossen. Da muss irgendwas sein, was er nicht sehen durfte. Beweismaterial für die MLM. Es ist unglaublich, wie naiv du bist. Denkst du, du kannst einfach rüberfahren und Fotos machen wie ein Tourist? Sie werden dich auch umbringen. Aber vielleicht willst du das ja. Du willst wohl ein großer Held sein. Aber Helden kann die heutige Zeit nicht gebrauchen. Verstehst du nicht, dass das ein Spiel ist? Dein Leben hat keine Bedeutung für sie. Sein Leben hat mir sehr viel bedeutet. Ich werde nicht mehr drüber reden, ich werde was tun. Willst du mir dabei helfen? Ja. In Ordnung. Danke. Danke. Bahn Friedrichstraße. Der Zug hält am Marx-Engels-Platz, Alexanderplatz, Janowitzbrücke, Ostbahnhof und Warschauer Straße. Schön, dich zu sehen. Lass dich angucken. Gut, siehst du aus. Toll. Ist alles in Ordnung? Ja, danke. Alex, wir brauchen deine Hilfe. Das ist Max. Vielen Dank. Ich kann euch gar nicht dafür so richtig danken. Eigentlich ging alles zu schnell. Ich möchte, dass du zurückkommst. Mach dir keine Sorgen. Ich komm wieder. Alle diplomatischen Kanäle sind blockiert. Zurzeit gibt es nur Anschuldigungen. Ich will hier nicht warten, bis wir überrollt werden. George, es finden mit sowjetischen Attachés gerade Treffen in Washington statt.
Günther! Sergeant Max. Die Hände hinter den Kopf, bitte. Ich habe ihn oben auf der Straße festgenommen. Geben Sie Ihren Standort an. Ich bin so etwa 1 Kilometer von der Brücke entfernt. Gut.
Ich warte auf Sie. Wir halten Sie ihn fest. Ich habe Befehl, Sie zu erschießen, falls Sie flüchten wollen. Was haben Sie getan, dass Sie auf einmal so wichtig sind, Young Max? Wissen Sie, was auf der Basis passiert ist? Da wurden viele Menschen getötet. Gehen Sie zum Wagen. Es musste einen schrecklichen Unfall gegeben haben. Deswegen sind die hinter mir her. Sie müssen mir helfen, Günther. Nein, nicht mit mir. Es tut mir leid, Young. Aber es sieht doch keiner. Ich habe keine andere Wahl. Kann ich mich hinsetzen? Stehen bleiben! Verdammt nochmal, ich bin verletzt, Günther! Ich will mich nur hinsetzen! Okay. Setzen Sie sich hinten rein. Ein alter Trick aus dem Lehrbuch, Günther. Ich leime den Wagen nur aus. Ich hoffe, Sie sind nicht sauer. Mal sehen, wie schnell diese Mühle fährt. Scheiße. Wer immer das ist, der Hurensohn kann Auto fahren. Gefällt mir der Junge. Fopos jagen Fopos. Mag zwar ein Fopo-Auto sein, aber sehen Sie sich den Fahrer an. Das darf doch nicht wahr sein. Wir müssen ihm helfen. Kommt direkt auf mich zu! Ihn gefunden. Was haben Sie mit ihm vor? Erschießen! Aufgrund Ihres Fehlverhaltens haben Sie schon mal einen Mann getötet. Noch jemanden umzubringen wäre gewissenlos. Es ist meine Pflicht, er hat die Raketenbasis gesehen. Es ist kein Geheimnis mehr. Lassen Sie ihn laufen. Da muss ich Ihnen widersprechen. Ich bin KGB-Sicherheitsoffizier. Sie werden meine Befehle ausführen oder Sie werden es nicht überleben. Auf die Tube, Mann, ich will ihn sprechen! Sergeant! Mit einer Arschhälfte liegen Sie schon im Grab! Was haben Sie mir zu sagen? Die Wurzenbasis ist nicht verlegt worden, sie wurde zerstört! Da muss eine Rakete explodiert sein! Jede Menge Leichen! Es sieht nach einem Unfall aus! Passen Sie auf! Es sollte vertuscht werden, Sir! Können Sie das auch beweisen, Mann? Ja, ich habe alles fotografiert! Fahren Sie schleunigst zur MLM. Wir machen die Straße dicht. Okay. Einfach die Luft,
Schrauber wird ihn kalt machen. Geben Sie mir Colonel Steele. Komm schon! Ja? General Maxwell? Ja, Colonel? Es gab eine gewaltige Explosion in Wurzen. Es war ein Unfall. Wir überprüfen alles. In Ordnung. Vielleicht wäre es ratsam, Gorodnikow anzurufen. Ja. Möglichst sofort. Ja, ich kümmere mich drum. Und? Sergeant? Sir? Gute Arbeit, Sergeant. Wo ist die Kamera, Sergeant? Bei mir, Sir. Her damit. Nein, nicht von mir. Sergeant? Sie müssen sie geben. Meldung, Sir. Die Wurzenbasis wurde zerstört. Alle Raketen sind explodiert. Weil Colonel Cale das wusste, wurde er getötet. Wir wissen das, Sergeant. Geben Sie ihm die Kamera. Tun Sie es. Jetzt!
Entschuldigen Sie, Verhältnisse General, sind ziemlich ungewöhnlich, Ihnen. Aber wissen Sie... Vielen Dank, General. Mein Ministerium wird Ihre Kooperation zu schätzen wissen. Meine Regierung möchte, dass es geheim bleibt. Wir verbürgen uns dafür, General. Ich danke Ihnen. 40 Jahre Kriegsspiele. Mit Logik hat das nichts zu tun. Sie und ich sind nur Soldaten. Ja, wir müssen gehen. Auf Wiedersehen. Hoffen wir auf einen milden Winter. Ja, auf Wiedersehen. Vielen Dank, General. Klasse. Entschuldigen Sie. Ich habe mich geirrt. Ich bin wieder zurück. Komm. In der Nacht vom 9. auf den 10. November 1989 zerbröckelte die Mauer. Zur deutschen Vereinigung am 3. Oktober 1990 mussten die vier Siegermächte ihre Zustimmung geben. Damit wurde unter 45 Jahre deutscher Nachkriegsgeschichte ein Schlussstrich gezogen.